Geister und Gespenster ziehen um Mitternacht mit Fahnenschals und schaurigem Rabatz. In Scharen durch die Stadt, die Menge kreischt und lacht. Sie ziehen zum mondeshellen Fußballplatz. Das ist die große Geister-Fußballmeisterschaft. Da spielen Fußball meistergeisterhaft. Das 1:0 ist ein geniales Kopfballtor. Der Treffer hat den sportlich coolen Charme. In dieser Art kommt sowas nur bei Geistern. Der Schütze trägt den Kopf unter dem Arm. Das ist die große Geister-Fußballmeisterschaft. Da spielen Fußballmeister geisterhaft. Das 1:1 ist fußballtechnisch wie ein Schock. Ein Flaschengeist schlüpft einfach in den Ball und kauft zuerst dem Affezahn den ab. Das ist die große Geister-Fußballmeisterschaft, da spielen Fußballmeister geisterhaft. Und als vom nahen Turm die Glocke 1 Uhr schlägt, da werden alle Geister bleich und matt. Das Spiel ist aus der Fußballplatz wie leer gefegt, die zweite Halbzeit findet morgen statt. Das ist die große Geister-Fußballmeisterschaft, da spielen Fußball meistergeisterhaft.